Animationen sind beliebt, um Präsentationen etwas lebendiger zu machen. Allerdings bergen sie auch die Gefahr, dass eine Unruhe entsteht und dass eigentlich eher vom Inhalt abgelenkt wird. Wenn du also Animationen einsetzt, so immer sehr bewusst und eher dezent. In diesem Beispiel hier werden ganz verschiedene Informationen aufs Mal präsentiert und das führt manchmal dazu, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer eben bereits zu lesen beginnen und dann eben deinem Vortrag gar nicht mehr folgen. Indem du eben das schrittweise einblendest, kannst du die Aufmerksamkeit etwas steuern. Ich tippe auf dieses Textfeld, wo eben die Informationen Schritt für Schritt eingeblendet werden sollen, und in diesen Optionen auf der rechten Seite siehst du Animieren. Und jetzt bist du in diesem Animierungsdialog und du kannst sagen, wie dieses Element aufgebaut werden soll. Mit einem Tipp darauf wählst du, nehmen wir mal etwas ganz Schreckliches, Drehen und Skalieren. Und mit diesem Effekt würde nun der ganze Textblock so reingedreht. Das wollen wir natürlich nicht. Über Optionen kannst du einstellen, wie schnell das gehen soll, in welche Richtung und vor allem, was diesen Effekt auslösen soll. Normalerweise ist das eben ein Fingertipp. Wichtig ist jetzt aber der Ablauf. Es soll nicht alles gleichzeitig, sondern je nach Aufzählungspunkt. Wenn du nicht sicher bist, ob du das jetzt richtig eingestellt hast, so kannst du mit Test das mal ausprobieren. Naja, du siehst, ein bisschen peinlich. Abfolge übrigens noch, hier kannst du auch die Reihenfolge noch nachträglich ändern. Wählen wir hier also einen dezenteren Effekt, nämlich Erscheinen. Genauso bei den Bildern. Wenn du das einzelne Bild auswählst, hast du wiederum die Möglichkeit, wie es reinkommt in die Folie und beim Abbau, wie es wieder aus der Folie verschwindet. Meist stelle ich da gar nichts ein. Das ist eher dann der Fall, wenn du etwas aufeinander schichtest, also einen Ablauf zeigen möchtest. Wie gesagt, Aufbau. Und hier wählen wir jetzt wieder Erscheinen und das für jedes einzelne Bild. Wenn du in den Hintergrund tippst, so ist nicht mehr ein einzelnes Element ausgewählt, sondern gerade die aktuelle Folie. Hier stellst du den Effekt ein, wie von dieser Folie zur nächsten dann ein Übergang gemacht wird. Ich verwende das nur dann, wenn ich formatausfüllende Bilder in den Folien habe, also quasi wie eine Diaschau, und auch dort nur mit Überblenden.